So, nachdem wir gestern jetzt zwei Folgen gemacht haben, gibt es heute noch eine. Wie gesagt, das wird jetzt die nächsten Wochen generell so sein. Die Updates, die wir natürlich gestern gemacht haben, werden dann erst ab nächster Woche, also ab morgen mit dabei sein. Schauen wir einfach mal, falls wir überhaupt Updates gemacht haben. Ich weiß gar nicht, was morgen in der Folge überhaupt passiert. Wir werden uns auf jeden Fall anschauen, was da jetzt noch dazu kommt. Genau. Wie gesagt, hier immer noch Sonntag, 19.03. Ich habe noch keine Ahnung, was am Mittwochabend passiert. Welche Packs dazu kommen, was wir geschenkt kriegen, etc. Habe ich keinen Plan. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir Gegner finden. Gestern 2-1 gewonnen in Overtime. Wieder 2-1 in Overtime gewonnen. Haben jetzt, glaube ich, eine 4-Spiele-Winstreak. Genau, wir haben am Freitag verloren, genau. Ja, ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Also ich bin sehr zufrieden mit der Woche. Husten ist noch nicht weg. Innerhalb von den paar Stunden. Ich hoffe, dass das für nächste Woche wieder besser ist, weil das ist echt nervig. Rotzi XD, schauen wir mal. Auswärts zu Hause. Nissa HC nochmal zu Hause. Alle Spiele die Woche zu Hause gehabt, oder? Glaube ich. Beschwere ich mich drüber. 5-mal Los Angeles. Schauen wir mal, was jetzt los ist. 81, 59, 13. Die Statistik gefällt mir langsam besser. Ich möchte diese 60. Niederlage gerne verhindern. Nach Möglichkeit. Ob uns das gelingt, ist eine andere Diskussion. Oh, schön rausgespielt von McDavid auf Heiskanen. Der mit viel Tempo. Und Dobson macht da gleich schön zu. Weber. Das ist zu einfach. Selbst für den sonst eigentlich relativ defensiven Verteidiger. Nur Heisi wird beim Pass gehindert. Berg macht dicht. So, gut so. Oh, zu einfach. Oh, stark von Berg. Zu einfach. Das hat mir gar nicht gefallen, wie einfach der da durchkam. Ein Schläger drauf halten, wie er will, kriegt die Scheibe wieder nicht. Jetzt schon. Ja, Polar geht hinterher. Pfosten. Kriegt die Scheibe nicht rüber. Schade. Tavares ist ja hinten schon gestanden. Ja. 2 Minuten? Fragezeichen. Nee, gibt's wieder nicht. Huge kriegt einen Check, ist nicht mal an der Scheibe. Behinderung? Nö. Also wie gesagt, ich verstehe manchmal das Calling der Refs nicht. Aber ab und zu sind es klare 2 Minuten, die einfach nicht gegeben werden. Und dann hast du in anderen Situationen wieder hast Sachen, wo du sagst, ja, da kriegst du 2 Minuten, obwohl es keine sind. Also, irgendwie weiß ich nicht. Zu einfach. Das Gute ist, Dobson ist hinten mit dabei. Das ist Tempo. Dobson. Das Ding ist halt, Dobson ist halt auf Papier Tempo pur.
Das ist 99 Beschleunigung, 99 Geschwindigkeit und wieder muss ich sagen, ja, es sind wieder 2 Minuten eigentlich. Oh, Shiro. Bleibt entscheidend Besitz. Pass geht zu Dobson, Schuss kommt, flattert da rum. Mei, Heisi, ja, Pech, dass da Torhüter immer noch hinkommt. McDavid. Oh, zu einfach, viel zu einfach, wie wir ihn da durchkommen lassen. Flurry im Tor. Mhm. Schade. SpaceX. Oh oh. Ja, schau mal am Bildrand. Sieger ist wieder ohne irgendwas, wie er da weggecheckt wird. Tavares! Ja, aber trotzdem, Sieger ist vorhin wieder am Bildrand wieder weggecheckt, ohne dass er an der Scheibe ist. Keine Zeitstrafe, nix. Ja, schade, McKinney hätte so gut gehen können. Jupp, hinten rum. Hughes blockt ihm den letzten Vater. Blockt seinen Bruder ausgerechnet weg. So, aber das, was ich jetzt meinte, müssen wir schauen, dass wir Seagulls jetzt nochmal finden. Das war hier draußen. Hier, Seagrass ist nicht in der Nähe von der Scheibe. Achtung, Crosby, zack, gibt ihm den Check und das sind keine 2 Minuten. Da ist um Meter keine Scheibe. Und das ist das, was ich hier in dem Fall ankreide, weil das ist einfach, ja, ist nicht fair. Ja, McDavid, toll. Wie gesagt, ich habe kein Problem zu verlieren, wenn ich merke, hey, Gegner war klar besser, wir verlieren mit fairen Mitteln. Wenn ich halt schon wieder sehe, dass Gegner keine Zeitstrafen kriegt, wo es klar welche sind,
dann hört es halt bei mir wieder auf. Weil das ist das, wo ich dann wieder sage, nee. Wir sind dann in keinen fairen Sphären mehr drin. Und dann ist halt auch wieder vorbei bei mir. Nein, jetzt will ich nicht, okay, die Aktion, da sage ich jetzt gar nichts in dem Fall zum Beispiel. In dem Fall muss ich jetzt schon was sagen, weil es ist, haben wieder das Paradebeispiel, wir kommen an die Scheibe hin, poken sie weg und sie geht direkt wieder zurück zum Gegner. Hier. Gegen die Laufrichtung und auf einmal hier, kein Problem, nimm sie wieder, lauf weiter. Torhüter macht das, was dann immer falsch ist, bleibt halt einfach stehen, anstatt dass er mit der Scheibe mitgeht. Ja. Versteht es auch Panarin nicht ganz, der dann hier dann wieder einfach zurückzieht und nicht mit hinten reingeht. Ja. Das sind halt die Kleinigkeiten, über die ich mich dann beschwere, weil das ist, wo ich sage, hey, pass auf, wir machen hier das bessere Spiel, werden benachteiligt, indem wir mal wieder kein Powerplay für uns kriegen. Was eigentlich klare 2 Minuten sind. Hier wieder. Ich poke die Scheibe. Ja, das war letzte Chance. Schön rausgefangen. Nochmal macht er den. Nee, macht er nicht. Ja, und wieder. Crosscheck. Der rammt den Spieler da in die Bande rein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und es gibt richtig nichts. Und das ist das, wo ich sage, das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair, sowas. Ich will ein Spiel sehen, was fair ist. Und nicht eins, wo ich sage, hey, der kriegt keine einzige 2-Minuten-Strafe, obwohl ich alleine mit blindem Auge schon 4 sehe. Bei Sirius war ja nicht der einzige Fall, wo ein Check macht, wo ich sage, hey, der hat nicht mal die Scheibe. Und wieder Poke-Check, landet beim Gegner. Hier, McDavid macht den Poke-Check im Stehen eigentlich schon. Läuft weiter und ist immer noch schneller als Tavares. Und das sind die Sachen, wo ich sage, ja, pff, fair ist eine Sache. Das war es hier definitiv nicht. Minus 8 Punkte ist okay. Aber ich muss es einfach straight an der Stelle sagen. Vom Spielding her. Absolut auch nicht verdient. Null. Bis auf Checks sind wir in allen Punkten besser. Fast die doppelte Zeit in der Offensive. Aber ja, wenn wir halt dieses Powerplay auch nicht bekommen, was uns zusteht. Ja, das ist die eine Seite vom Spiel. Wie gesagt, Paradebeispiel, die 3 Checks an Seagrass. Das war jetzt einfach Paradebeispiel. Der wird ohne Grund gecheckt und es gibt einfach nichts. Wie oft gab es schon 2 Minuten für weniger? Wie oft? Aber ich meine, es war offensichtlich. Seagrass war nicht mehr in der Nähe von der Scheibe. Kriegt 3 Checks. Nicht eine 2-Minuten-Strafe. Nicht eine. Hier, macht übrigens hier, by the way, Poke-Check zwischen unsere Beine rein. Durch unsere Beine wieder raus. Nichts. Und das ist das, was ich meine. Es waren hier mehrmals Strafen. Das, dass ich hier den Schläger durchstecke, das sind keine 2 Minuten, um Himmels Willen. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber bei NHL, wenn es Poke-Check-Strafen gibt, zählt das Zurückholen des Schlägers auch wieder. Und das muss er ja machen. Und da muss er halt durch unsere Beine hindurch. So, da passt noch alles. Mal kurz schauen, wo der Schläger ist. So, und jetzt ist er in unserem Bein drin. Und da hätte es dann halt 2 Minuten geben müssen. Müssen. Gibt's aber wieder nicht. Und das ist das, wo ich sage, ja, pff, warum regeln, wenn wir ohne Regeln spielen?
Dass er drei Tore schießt auf dem Weg, wie er sie macht, um Himmels Willen. Okay, ich musste ja nach dem 2-1 mehr machen nach vorne. Um Himmels Willen. Das ist ein Wunder, dass er den schon nicht nutzt. War das eigentlich schon schwach gemacht von ihm. Aber ein großes Ding, wo ich immer noch sage, Alter, das war hochgradig nicht fair. Pass auf. Wo ist denn der Giroud-Check? Oh, Stimme komplett zerlegt jetzt. Müssten mal bei Giroud bleiben. Ich würde schon gerne diesen Check sehen, weil das waren 3-4 Checks hintereinander, wo ich einfach sage, ey, Alter, so hochgradig unfair. War das hier schon mit dabei? Ich glaube nicht. Da waren wir noch vorne zu dem Zeitpunkt. Nee, niemals. Nee, das war das Anfangspulli, okay. Hier genauso. Da kommt der Pokecheck nach der Scheibe. Und jetzt da? Ist der Schläger in unserem Bein drin und unser Spieler fällt wieder nicht. Das ist die dritte Strafe, die er da nicht kriegt. Ich meine, okay, Jutsch kriegt die Scheibe zurück, um Himmels Willen. Da haben wir Pech, dass Jutsch nicht durchkommt. McKinnon, bla 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 bla. Ich muss jetzt echt schauen, dass wir die Giroud-Ding finden. Andererseits muss ich halt auch wieder sagen, McDavid hier, ja, kriegt die Scheibe. So, Carlson macht einfach nichts. Weißt du, ich mache mit Carlson Pokecheck, er macht einfach nichts. Kriegt einen Ellbogen von McDavid ins Gesicht. McDavid läuft Schlangenlinien dadurch. Schläger links, rechts. Und kriegt es am Ende wieder geschenkt. Hier, die KI wieder in die Mitte zieht. Weiß Gott, warum? Carlson einfach nur blind nebenherläuft, aber ich, wie gesagt, ich will immer noch das mit Giroud sehen. Jetzt gehen wir mal auf Giroud. Wenn wir auf Giroud bleiben müssten, müssen wir sehen. War für mich auch absolut kein fairer Check. Da haben wir Pech. Zwei Konter. Hier. Wie oft waren das schon 5 Minuten? Wie oft? Du stehst an der Bande, spielst die Scheibe. Wie oft waren das schon 5 Minuten? Oder 2 Minuten? Ist ja wurscht. Fakt ist, der Gegner kriegt hier für diesen Check nichts. Gar nichts. Der kommt von hinten, hat unten sogar die Füße noch drin gegen Giroud und er kriegt einfach nichts dafür. Gar nichts. Und das ist das, wo ich sage, Alter, sorry, der wird mit 2 Paar Stiefeln gemessen. Das sind 2 Paar Stiefel, die da auf dem Eis stehen. Ich gebe gar nichts oder ich pfeife alles. Aber es gibt kein Mittelweg, wo du sagst, okay, pass auf, beide Seiten haben mal Scheißentscheidungen. Nee, es ist immer nur eine Seite. Und in dem Fall war es jetzt klar, dass er 3, 4, 5 Strafen einfach überhaupt nicht bekommt, obwohl es welche wären. Weil wir für genau diese Szenen schon Strafen bekommen haben. Und das ist das, was mich ärgert. Es sind immer so Spiele, wo du dominierst ohne Ende. Am Ende verlierst du 3-1 und dann schaust du dir die Wiederholungen an, so wie wir jetzt gerade. Und dann sagst du halt, ey, Alter, warte mal. Der hätte mindestens 4 oder 5 Strafen kriegen müssen und kriegt sie nicht. Und das ist halt das, wo ich dann sage, keine Ahnung, wir führen 1-0 nach dem zweiten Drittel, 4-3 Schüsse, haben 5-5 Schüsse nach dem letzten und wenn sie einen Spielstand anschaut, sagst du dann, okay, passt irgendwas nicht zusammen. Ja, aber wenn halt nur eine Seite theoretisch Strafen kriegen würde, wir haben ja keine bekommen, aber die andere kriegt halt für 5 Aktionen gar keine. Lass den mal die ganze Zeit Unterzahl spielen. 5-mal in dem Spiel. Dann sieht das Ganze anders aus. Weil dann sind seine Spieler müde, dann sind seine Spieler nicht mehr so schnell. Auf einmal hast du ein komplett anderes Spiel. Und das ist das, was mich ärgert.
Das ist das, was mich ärgert. So, jetzt müssen wir kurz schauen. Rangfortschritt. Wir haben 3210 Rivals-Punkte. Wir gehen jetzt mal raus, machen hier mal abschließen. Schauen das im Hauptmenü nochmal an, ob uns das wirklich reicht. Aber da schaut es mich deutlich besser aus. Letzte Woche waren es 2770 bei normalem Gameplay. Gerade stehen wir bei 2060. Normal soll es uns reichen. Meiner Meinung nach. Wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich glaube, wir haben die Woche echt gut gespielt. Wir haben es uns verdient. Wir haben uns diese ganzen Bonus-Dinger, aber hier gibt es ja kein Bonus. 2 Goldspieler-Pack. Das ist kein Bonus, sorry. Das ist lächerlich. Für Stufe 3, was kriegst du ein Spieler-Pack? Wow. 1800 ist der Aufstieg, sage ich. 1740. Sind wir noch nicht ganz an der Aufstiegsgrenze dran. Wir müssen dann eben aufpassen und wieder anpassen. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt ciao mit V. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir haben eine gute Woche gehabt. Schade, dass die Woche jetzt so endet. Aber mei, wir können nicht ändern. Bis dann. Wir sehen uns morgen wieder zum neuen Team of the Season. Bis dann.